Und am 9. zum Stadionvlog in der Relegation gegen Union Berlin. Warum ist er so frei? Nur halt zwei fucking Vorsprünge, zwei Führungen. Verspielst, bist halt dumm. Ja, das war scheiße. Und am 9. zum Stadionvlog, ja, den wahrscheinlich kein Mensch vor der Saison erwartet hätte und den eigentlich auch wirklich keiner will, in der Relegation gegen Union Berlin. Ja, sondern dazu sagen, wir müssen gewinnen. Ganz was, hätte glaube keiner mitgerechnet, dass ich das sagen werde. Wir müssen gewinnen, wie so oft in letzter Zeit, müssen wir gewinnen. Wir müssen das gute VfB-Gesicht zeigen unter Willig oder allgemein. Der VfB hat geführt 25 verschiedene Gesichter. Brauchen heute eine Mannschaft, die Bock hat, die mindestens genauso viel Bock hat wie die fucking Fans, die nach 4 Stunden dieses fucking Heimspiel ausverkauft haben, wo selbst das Public Viewing, wo ich auch am Start bin, ausverkauft ist mit 15.000 Plätzen in der Cannstatter Kurve. Unfassbar. Wo wahrscheinlich auch in Berlin die Hütte brennen wird, auswärts in dem Block. Mit den 2.000, bisschen mehr als das, Auswärtsfans, die da mit dürfen. Wahnsinn. Ja, sie müssen liefern. Müssen sich daran orientieren, was im Stadion passiert. Die Atmosphäre wird der Wahnsinn sein. Daran müssen sie sich aufhängen. Das muss die Spieler pushen. Da werden 60.000 Vollgas geben. Und man hat auch keine schlechten Fans. Aber das wird eine Wahnsinnsatmosphäre allgemein. Wahrscheinlich auch so ein bisschen flutlichtmäßig, so ein bisschen gefühlt Donnerstagabend Euroleague-mäßig. Richtig geiles Feeling eigentlich. Aber es hängt halt so unsagbar viel an diesem Spiel. Wir müssen jetzt am besten mal nicht für klare Verhältnisse sorgen, sondern einfach mal vorlegen. 2-0 gewinnen, 2-1 gewinnen, 3-1 gewinnen, irgendwie gewinnen. Dann haben wir schon mal einen relativ guten Vorteil, dass wir zumindest in Berlin ja nicht unbedingt zwingend gewinnen müssen. Das ist schon mal ganz wichtig. Dann gehen wir, glaube ich, alle mit ein bisschen mehr Ruhe in das Rückspiel rein, als wenn wir jetzt hier heute 1-1 spielen oder so. Dann ist gefühlt alles noch offen. Genau. Ja, dann hoffe ich mal, dass wir gemeinsam Spaß haben können heute Abend irgendwie, dass mein Puls nicht nonstop komplett an hier oben geht. Ja, und dann mal viel Spaß. Abfahrt. Boah, los geht's in die Relegation.
Ja, das war scheiße. Und dann sind wir zurück. 2-2, keine geile Ausgangslage. Fangen wir von Beginn an. Geile Stimmung, mit die geilste Stimmung in der ganzen Saison wahrscheinlich. Heimspieltechnisch Wahnsinn, alle in Weiß. Ultra-Stimmung, und über den auch geile Fans dabei gehabt, voller Block. Ultra geile Stimmung, Bundesliga reif, Champions League reif. Spiel war relativ ausgeglichen am Anfang. Union hatte die drückenderen Chancen, aber wir hatten so gefühlt ein bisschen mehr die Kontrolle über das Spiel oder ein bisschen mehr Ballbesitz, wenn man es so ausdrücken will. Boah, Donis jagt durch, geiles Tor. Gentner abgelegt auf Gentner, der macht's. Kapitän geht voran, richtig geil. Dann kassierst du halt 30 Sekunden später das scheiß 1-1, das war jetzt nicht so geil. Auch wenn er es ganz cool gemacht hat. Sah so im Stadion gar nicht aus, aber bei The Zone hat er gesehen, hat echt cool gemacht, der Berliner. Dann zweite Hälfte, schon ein bisschen negativer eingestellt nach dem Motto, was sollen die Scheiße, 1-0 geführt und 1-1 direkt nach Anstoß, wacht doch auf da hinten. Ja, machen wir den Kiste. Gomez eingewechselt, Kampfding, ganz richtigen Sprint angezogen, reingemurmelt, scheißegal. Hatten es in der Kontrolle, müssen es 3-1 machen, aber die ganze Predigt macht es scheiß 3-1. Dann ist auch ein Tor von Berlin nicht mehr so wichtig, 3-2 ist immer noch eine bessere Ausgangslage für uns. Machen sie nicht, eine Ecke fliegt rein, nicht gut markierter Spieler von Berlin, ist groß, gute Kopfballpräzision, 2-2, so eine dumme Scheiße. Hatten wir relativ wenig Chancen mehr auf ein 3-2, Union hatte mehr. Sie dann noch, ich glaube, zwei Dinge oder so schon rausgehext, über die Latte gelenkt. Und so gehen wir mit dem verdienten 2-2 aus diesem Spiel raus, das uns nicht hilft, dass Berlin an sich die besseren Chancen gibt. Ist man jetzt erstmal aus dem Stadion raus, ein bisschen mehr negativer gestimmt. Aber mir wurde jetzt vorhin erst gesagt, positiv denken in der Hinsicht, dass wir da immer noch zu einem Weitligisten fahren am Montag. Das ist kein Bayern München, wir fahren nach Union Berlin. Alle Fasserei ist ein krasses Stadion, geile Atmosphäre, aber wir fahren zu einem Zweitligisten. Fertig, aus. Wir müssen da gewinnen, aber es ist möglich. Wir lassen uns früh führen oder sowas, direkt erst ein paar Minuten das 0-1 machen und müssen die aufmachen irgendwann. Und dann gibt's da die Chancen. Und natürlich, Union hat jetzt weniger Druck im Auswärtsspiel bei uns, weil weniger quasi erwartet wurde. Jetzt haben sie die Erwartungshaltung auch von den Fans wahrscheinlich, die letzten zwei Jahre gehofft haben, endlich mal aufzusteigen. Jetzt habt ihr eine geile Ausgangslage. Jetzt gewinnt die Scheiße zu Hause und kommt in die erste Liga. Das könnte auch vielleicht zum Verhängnis werden, so ein bisschen den Druck in Richtung Berlin schieben oder so. Aber es ist erstmal Halbzeit in der Relegation, auch wenn jetzt quasi Berlin mit einer 1-0-Führung irgendwie reingeht, wenn man diese Auswärtsregel so auslegen will. Macht für mich eh keinen Sinn, diese scheiß Auswärtsregel. Jeder spielt zu Hause, jeder spielt auswärts. Warum werden irgendwelche Tore mehr gewichtet, verstehe ich nicht. Wie gesagt, ein bisschen positiver denken, auch wenn es mir gerade fällt, zugeben lassen, auch ein bisschen positiver denken. Irgendwie ist der scheiß Liga bleiben, auch wenn wir es nicht verdient hätten. Union wäre ein cooler Ersatz, können wir auch. Union wäre cool, wenn sie aufsteigen. Nur halt nicht gegen uns Relegation. Wäre cool, wenn sie einfach so direkt gemacht hätten. Aber ja, bedanke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.